Hallo Leute, mein Name ist Mirabelle und das ist meine Geschichte. Ihr schaut gerade Part 7. Falls ihr die anderen Parts noch nicht gesehen habt, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch die Story bis jetzt gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Mein Leben ist ziemlich verrückt. Ich bin mit 12 Jahren schon ein internationales Topmodel, aber das, was ich mir wirklich wünsche, ist einfach ein normales Leben zu haben. Und das ist meine Geschichte. Guten Morgen, Kitty. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Ich habe mich entschieden. Ich werde Louis heute die Wahrheit sagen. Ich werde ihm sagen, dass ich Mirabelle bin. Das Topmodel. Das Mädchen aus seiner Kindheit. Aber was ist, wenn er wütend ist, dass ich ihm nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt habe? Ach, ich werde es sehen. Ich glaube nicht, dass er so ist. Ich glaube, er wird sich freuen. Hoffentlich zumindest. Na gut, ich muss mich jetzt herrichten für die Schule. Ich muss mich als Bella verwandeln. Ich muss mir Make-up ins Gesicht machen, damit sie mich nicht erkennen und meine Haare verändern. Okay, let's go. Oh, und die Rache an Amanda darf ich natürlich auch nicht vergessen, dass sie mir so einen gemeinen Streich gespielt hat. Amanda werden die Augen ausfallen, wenn sie sieht, wie ich in die Schule komme. Das wird ein Spaß. Hey, schau mal, ich habe das neue Vogelmagazin und Mirabelle ist oben. Ist sie nicht wunderschön? Wow, sie ist echt die Schönste. Ich habe auch dieses Magazin. Oh, sie ist so schön auf dem Cover. Ich liebe sie einfach. Mirabelle ist alles andere als schön. Sie ist hässlich. Was bist du so gemein? Nein, sie ist schön. Ich verbiete euch, Mirabelle-Magazine in der Schule zu haben. Her damit und jetzt auf dem Boden. Hey, was hast du einfach mein Magazin auf dem Boden? Und du darfst das Magazin auch nicht haben. Her damit und auf dem Boden damit. Du hast einfach mein Heft zerrissen. Bist du verrückt? Du hast einfach mein Lieblingsheft kaputt gemacht. Warum bist du so böse? Du bist echt gemein. Selber schuld, was seid ihr auch Mirabelle-Fans, ihr Loser. Yalla, Bruder, ihr seid so cringe. Oh mein Gott. Ist das Bella, die da kommt? Ja, das ist sie. Oh mein Gott, was hat sie nur an? Was soll sie schon Schönes anhaben? Wahrscheinlich wieder ein Kartoffelsack. Lass mich vorbei, ich möchte das anschauen. Hallo Luis, hallo Sissi, ich wünsche euch allen einen guten Morgen. Wie geht es euch? Was schaut ihr so? Bella, ist das dieses 10.000 Euro Gucci-Kleid? Oh, dieses alte Ding. Ja, das ist das 10.000 Euro Cookie-Kleid. Das hat Mirabelle, glaube ich, sogar mal auf einen Cover angehabt. Oh, wie peinlich, dass du einfach gefakte Sachen hast. Du bist so ein Loser. Oh, du glaubst, das ist gefaked? Schau mal hier. Das ist die Rechnung von dem Kleid. Hier, nimm's und klemm es dir hinter die Ohren. Ich bin nicht die Fake-Sachen trägt. Bella, du schaust so gut aus. Wow. Ich liebe dein Kleid, Bella. Oh, ihr seid so lieb. Danke, Leute. Aber die Stunde fängt an. Wir sollten bald in die Klasse gehen. Mir ist egal, was auf dieser Rechnung steht. Das ist eindeutig gefälscht. Du musst es ja wissen, Amanda. Ich weiß so 100%, dass all deine Sachen gefälscht sind. Bei deinem T-Shirt steht nicht Louis Vuitton, sondern Louis Vuitton. Oh mein Gott, ja, das stimmt. Das ist ja Billigware, sogar mit Rechtschreibfehlern. Ja, Amanda, wie es ausschaut, bist du der Profi, der sich mit Fake-Markensachen auskennt. Also red lieber nicht so groß. Wie könnt ihr es wagen? Oh, Bella, das wirst du mir büßen. Wow, sie hat einfach das Cookie-Kleid. Ja, Amanda, ich komm schon. Du hast Amanda echt eine Lektion erteilt, Bella. Man musste ihr eine Lektion erteilen. Vielleicht hört sie jetzt auf, andere Leute zu mobben. Du schaust so gut aus. Ich wünschte, ich könnte dieses Kleid zu Hause haben. Irgendwie erinnerst du mich an jemanden, aber ich weiß nicht an wen. Echt? Ich erinnere dich an jemanden? Wie wär's mit, vielleicht Mirabelle, das Topmodel? Wart mal, jetzt wo du sagst, ein bisschen eine Ähnlichkeit hast du wirklich mit ihr. Also ich... Ach, das war nur Spaß. Natürlich bin ich nicht Mirabelle. Ach, oh Mann, ich wollte es ihm sagen, aber ich traue mich nicht. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich bilde mir das nur ein. Aber gut schaust du aus, wirklich. Sie muss hier sein. Sie muss irgendwo hier sein. Meine große Liebe Mirabelle. Ich weiß genau, dass sie in der Schule ist. Meine Informanten haben mir das gesagt, dass sie versteckt sich hier in der Schule. Hey Kinder, wo ist Mirabelle, das Topmodel? Ich weiß genau, dass sie hier irgendwo in der Schule ist. Oh nein, mein Stalker. Ich muss schnell weg, bevor er mich erkennt. Wie bitte? Das Topmodel Mirabelle soll in unsere Schule gehen? Das kann ich nicht glauben. Ich habe einen Informanten und er hat mir gesagt, dass Mirabelle sich verkleidet hat und in eure Schule geht. Oh mein Gott, sie geht in unsere Schule? Mirabelle, meine Freundin aus der Kindheit? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, bitte nicht. Ich muss schnell Mama anrufen. Oh, nein, bitte. Hallo, Bella? Warum rufst du mich an? Mama, ich brauche deine Hilfe. Mein Stalker, er ist in der Schule. Oh mein Gott,
Bella, nein, versteck dich, ich komm dich abholen. Bitte Mama, beeil dich, ich hab so Angst. Was ist, wenn er mich erkennt, dann muss ich wieder Schule wechseln. Und ich mag es hier, ich habe Freunde hier. Ich möchte nicht weg von der Schule, nur weil ich ein Topmodel bin und dieser blöde Stalker mir die ganze Zeit folgt. Du musst dir keine Sorgen machen, es wird schon alles gut. Ja, beeil dich bitte Mama, ich versteck mich derweil am Mädchenklo, okay? Komm dann einfach her und dann gehen wir gemeinsam schnell raus, okay? Danke Mama für deine Hilfe. Tschüss. So, so. Die liebe Bella ist also Mirabelle. Na, das ist mal eine interessante Information. Das wird gewisse Leute sicher interessieren. Ich dachte schon, ich muss die Schule wechseln. Aber der Stalker hat zum Glück die Schule verlassen. Er dachte, sein Informant hat ihm falsche Informationen gegeben. Da hatte ich nochmal Glück im Unglück. Oh Mann, ich bin so erleichtert, dass ich nicht die Schule wechseln muss. Und heute werde ich es ihm sagen. Heute werde ich mich trauen und Louis sagen, dass ich das Mädchen von damals bin. Ich muss mich einfach nur trauen. Okay, als erstes muss ich mich für die Schule ready machen. Ich werde einfach zu ihm hingehen und sagen, unter vier Augen miteinander reden. Und dann werde ich mit ihm rausgehen und ihm dann die Wahrheit sagen. Ich habe zwar Angst, dass er böse wird, aber ich hoffe nicht. Was glaubt ihr? Ich werde mich heute extra schön in der Schule anziehen. Okay, was soll ich anziehen? Oh, wie wär's mit diesem Kleid? Oh, nein, vielleicht doch nicht. Und mit diesem Look einfach simpel. Ja, das ist perfekt. Schnell alles noch zurück in den Kasten. Und jetzt ab in die Schule. Dafür brauche ich noch meinen Rucksack und dich lasse ich zu Hause. Schlaf gut, mein Lieber. Wünsch mir Glück, Kitty. Oh, hallo, Louis. Hast du extra auf mich gewartet? Das ist aber lieb von dir. Bilde dir bloß nichts ein. Ich dachte nämlich, dass du vom verrückten Hamster attackiert wirst und ich muss dich wieder beschützen, so wie damals. Also daran hättest du mich jetzt nicht erinnern müssen. Oh, wenn wir schon dabei sind, ich würde dir gerne etwas sagen, etwas sehr Wichtiges. Kann das nicht warten? Hey, ich habe eine Idee. Machen wir ein Wettrennen, Bella. Wer als erster in der Schule ist, muss das Mittagessen kaufen. Auf die Plätze, fertig, los. Aber ich wollte dir doch... Hey, warte mal, das ist unfair. Ah, das ist ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ach, oh Mann, du hast ja echt gut aufgeholt. Ich dachte, ich gewinne zu 100%. Was du kannst, kann ich schon lange. Mädchen sind genauso gut wie Jungs. Und ich wollte dir eigentlich etwas sagen. Komm schon, Bella, in die Schule, sonst kommen wir zu spät zum Unterricht. Ja, ich komm schon. Oh Mann, ich würde es ihm gerne sagen. Hä? Was hängt denn da? Was steht da? Warte mal. Ach so, ja, stimmt. Es ist ja der Weihnachtsabschlussball diese Woche, glaube ich. Oh ja, stimmt. Auf den habe ich komplett vergessen. Hey, Bella, magst du eigentlich mit mir hingehen? Was? Du willst mich zum Abschlussball einladen? Ach komm schon, das wird sicher lustig. Wir können sich so lächerliche Sachen anziehen wie so ein Smoking und ein Abschlussballkleid und dann fressen wir sich voll und tanzen die ganze Nacht. Was hältst du davon? Ja, okay, das klingt eigentlich mal gar nicht so schlecht. Okay, jetzt bin ich schon erleichtert, dass du ja gesagt hast, denn Bella, weißt du, ich mag dich. Ja, Joshua, ich mag dich auch. Deswegen muss ich dir etwas Wichtiges sagen. Bella, stimmt es? Stimmt es, was die Leute über dich sagen? Ist es wahr, Bella? Also, wenn das stimmt, ich kann es nicht glauben. Hä, was meint ihr? Worüber redet ihr? Die ganze Schule ist voller Reporter und Kameraleute und sie erzählen rum, dass Bella eigentlich das Topmodel Mirabelle ist. Warte, sie erzählen was herum? Das ist doch lächerlich. Bella ist doch nicht Mirabelle. Sag's ihnen doch. Ich hab's am Anfang auch nicht glauben können, aber Amanda hat Beweise. Nein, das kann ich nicht glauben. Was für Beweise? Warte, Louis. Nein. Nein, geh nicht. Nein, nicht schon wieder. Mirabelle. Bitte mach ein Foto mit mir. Oh, du wunderschöne Mirabelle. Bitte heirate mich. Wo ist Louis? Louis, warte. Ich kann alles erklären. Ich wollte dir... Bella, sag mir, dass das nicht stimmt. Sag mir, dass Amanda lügt. Nein, ich lüge nicht. Ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört. Bella ist das Topmodel Mirabelle. Sie hat sich nur verkleidet. Aber warum würde sie so etwas tun? Für was? Wahrscheinlich hat sie sich bei ihrer Millionenvilla gelangweilt mit all ihrem Geld und jetzt wollte sie sich wie ein ganz normaler Mensch fühlen. Also, nein, das stimmt nicht. Also ich... Du brauchst es nicht leugnen, Bella. Oder sollte ich lieber sagen, Mirabelle. Sie ist das nicht wirklich. Braucht ihr noch mehr Beweise? Stimmt das, Bella? Bist du wirklich Mirabelle? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Wieso hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Hast du mir etwa nicht vertraut? Du wusstest, dass ich der Louis von damals bin. Wir waren beste Freunde. Wieso hast du mich belogen? Nein, so war es nicht, Louis. Ich habe es probiert, dir zu sagen, aber... Ach, Louis, sie hat doch nur mit deinen Gefühlen gespielt. Du warst ja nur ein Spielzeug für sie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich bin so verwirrt und... Bitte, Louis, ich kann alles erklären. Ich brauche kurz Zeit für mich. Louis, bitte bleib hier, geh nicht. Ich kann wirklich alles erklären. Bitte, Louis. Also,
wer hat Lust, mich zu interviewen? Ich bin übrigens auch ein Topmodel. Mein Geheimnis, es ist gelüftet und Louis ist böse auf mich. Ob er mir jemals verzeihen wird, ich glaube, er wird mir niemals verzeihen. Warum habe ich ihm nicht früher die Wahrheit gesagt? Und warum musste ich Amanda eine Lektion erteilen? Nur wegen ihr ist das Ganze aufgeflogen. Ich wollte doch einfach nur ein normales Leben führen, in eine normale Schule gehen und normale Freunde haben. Und das ist draus geworden. Ich bin so traurig. Was denkt ihr, wird mir Louis jemals verzeihen? Werde ich ein normales Leben haben? Das und noch viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Episode. Ich hoffe, euch hat dieser Teil gut gefallen und ihr freut euch schon auf die nächste Episode. Falls sie euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt bedanke ich mich noch schnell bei unseren Superfans. Für die Leute, die das nicht wissen, Superfans sind die Leute, die unseren Kanal abonniert haben, die dem Video einen Daumen hoch geben und immer nette Kommentare schreiben. Wie zum Beispiel, ich bedanke mich gleichzeitig bei zwei Leuten, und zwar bei Charlotte und bei Christina. Charlotte wollte den Namen Mirabelle im Video sehen und Christina den Namen Bella. Also vielen Dank für eure Nameninspiration. Ich bedanke mich bei den lieben Jürgen. Der lieben Jürgen hat gesagt, ich soll den nächsten Charakter Louis nennen und das habe ich auch gemacht. Der nächste Kommentar ist von der lieben Selma und sie hat gesagt, ich soll einen Charakter Amanda und Zoe nennen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Die liebe Monika hat geschrieben, ich soll jemanden Flo nennen. Wisst ihr, wer da Flo ist in der Story? Und wenn ihr auch Namenvorschläge habt für eine Story, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind nämlich immer auf der Suche nach interessanten Namen. Und wenn ihr auch mal in einem Video erwähnt werden wollt, schreibt einfach nette Kommentare und wenn ihr Glück habt, seid ihr in der nächsten Story mit dabei. Ihr könnt uns auch auf Instagram und TikTok folgen, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und wie immer zum Abschluss, ich habe euch irgendwo in der Story ein klitzekleines Tokatoast-Symbol versteckt. Wer hat es gefunden? Und jetzt für euch, ihr wisst, was kommt, machen wir eine Mathe-Hausaufgabe zusammen. Also, wer kennt die Antwort? 1 plus 1? Genau, 4. 2 plus 2? Genau, 9. 7 plus 936.745.000? Genau, gar nichts. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ich hafte nicht für falsche Antworten in diesem Video. Also selber schuld, wenn ihr auf mich hört. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen.